Und jetzt müsste man einfach mal fragen, wie kommen die denn dazu, wenn wir erkennen, dass Deutschland das ärmste Land in der EU ist mit der geringsten Eigentumsquote der Bürger, mit der höchsten Verschuldung, mit den größten Einbrüchen der Wirtschaft, während andere alle noch ein leichtes Wirtschaftswachstum erfahren in der EU, ist in Deutschland die einzigen, die zusammenbrechen und von denen erwartet man eine Führungsrolle. Und da zeigt sich natürlich schon, wie hier diese willfährigen Politiker sich dort anbiedern. Und man sitzt da ja in dieser COP-Geschichte. Das ist ja eine wohlstandsverwahrloste Gesellschaft, die dort sitzen in Kohle mit Jets, mit alles vom Feinsten und diskutieren die Weltuntergangsszenarien und plündern dann die eigenen Länder aus. Da fliegen also die Abgeordneten der Bundesrepublik da nach Dubai, lassen sich da verwöhnen und verscherbeln und versilbern gleichzeitig das Volksvermögen in Deutschland von Menschen, die zu den Ärmsten der EU gehören und nicht mehr weiter wissen. Das ist zusammengefasst die Tagessituation. Naja, Sie dürfen eines nicht vergessen. Es gibt eine Negativauslese, die eindeutig dazu führt, um in die Politik zu kommen, nach oben oder auch in die unteren Bereiche. Jemand, der zum Beispiel etwas kann, der hat den Vorteil, dass er irgendwo in der Wirtschaft aktiv sein kann und der kann unglaublich viel Geld verdienen. Überhaupt kein Thema, wenn er gut ist. Die Menschen, die aber nicht gut sind, die einfach ahnungslos sind, minder bemittelt sind, Schwierigkeiten haben, Selbstbewusstseinsschwierigkeiten haben und so weiter, wo also das Modebewusstsein das Selbstbewusstsein ersetzt hat, die würden natürlich niemals in der freien Wirtschaft überleben können. So, wo haben Sie denn die Möglichkeit, trotz alledem gutes Geld zu verdienen? Ganz einfach, in der Politik. In der Politik wird das Fünffache verdient des Durchschnittsbürgers in Deutschland. Und das komplett ohne Ausbildung, die man nicht braucht, komplett ohne Fähigkeiten. Man muss einfach nur stromlinienförmig den Parteivorsitzenden dienen, dann kommt man dahin. Und dieses Angebot und Nachfrage führt doch dazu, dass die politischen Positionen nie mit Fachleuten besetzt werden können, sondern nur mit Mittelmaß, weil die natürlich die Fachleute, die wir haben, in wirklich verantwortungsvollen Positionen lieber etwas machen, wo sie sich verwirklichen können. Und ich meine, wenn man sich Frau Baerbocks Lebenslauf ansieht oder den von Herrn Habeck oder auch andere, das ist kein Bashen, dann kommt, oder Herrn Lauterbach, jetzt um ganz unten ins Regal des Intellekts zu greifen, da steht man wirklich irgendwann da und stellt dann fest, Himmel, das kann doch gar nicht wahr sein. Es ist ganz deutlich auch zu ermitteln, warum genau diese Art von Menschen dort sitzt. Vielleicht will Habeck auch deswegen seine Autorenkarriere wieder aufbauen mit so einem alten Buch, das wieder neu aufgelegt wird. Ja, vielleicht für die Zeit danach. Ich meine, seine Zeit ist ja begrenzt. Aber er hat natürlich gute Ansprüche jetzt, auch als Bundesminister, die er über den 8. Dezember hinaus retten will. Wir haben ja darüber gesprochen. Und er war ja nun auch schon Landesminister in Schleswig-Holstein, hat dadurch natürlich auch schon entsprechende Salärs für sein Leben, was er bekommt auf jeden Fall. Und dann kann er natürlich ein paar Bücher noch schreiben, also für später mal. Es ist wirklich schwierig. Ich glaube nicht und ehrlich gesagt, wäre ich auch dagegen, weil ich tatsächlich jemand bin, der Verträge ernst nimmt. Und wenn wir hier sehen, dass solche unsinnigen Dinge möglich sind, dass eine völlige inkompetente Gruppe mit höchsten Einkommen bestückt wird, dann sollten wir daraus lernen für die Zukunft. Aber die Verträge waren da, sie waren für jeden sichtbar und die Politiker wurden gewählt und jeder hat natürlich die Politik, die er verdient. Das darf man auch nicht vergessen. Aber auf der anderen Seite gibt es ein anderes Problem. Sollte der Staatsbankrott kommen, und der ist eigentlich schon längst erklärt, dann kann es nicht mehr bezahlt werden. Und dann ist es durchaus möglich. Also die Wissenschaftler, die Politiker, die Professoren beispielsweise in der Sowjetunion nach 1989, die dann nach Glasnost und Perestroika dann plötzlich unter Jelzin in die nächste Katastrophe, US-amerikanisch natürlich mit Einflussnahme, dann in den Abgrund stürzten. Das heißt, Professoren mit höchsten Ansprüchen, die Beamten mit höchsten Ansprüchen, die liefen durch die Stadt von Moskau und haben sich aus Mülleimern ernährt. Einfach, weil das Geld nicht mehr da war. Ich bin also gegen eine Aberkennung aus vertraglichen Gründen. Das ist ganz eindeutig. Aber bei einem Staatsbankrott könnte sich das ergeben. Hier handelt es sich einfach um Propaganda-Vokabeln, um ein Nichtwissen zu verschleiern und irgendwie diese Ideologie aufrechtzuerhalten, die längst schon zusammengebrochen ist. Also mir kommt es wirklich vor wie ein Zirkuszelt, wo der Mittelpfosten schon komplett morsch zueinander bricht. Und jetzt ist es so, dass dieser
dieser Mittelpfosten nun eingebrochen ist, aber es ist noch Luft ein bisschen im Zelt. Und das Zelt, das fällt gerade so ganz fluffig zusammen. Und sie steht da irgendwo in der Mitte, unten drunter in dem Zirkus und sagt, alles wird gut und wir werden das schon alles irgendwie regeln. Es ist ja mit wissenschaftlicher Begründung, mit nicht mal einer wissenschaftlichen Termini begründet, sondern es wird einfach nur, es ist bla bla und man hält einfach dran fest. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil da ist keine Substanz, wo ich einen Hebel ansetzen könnte, um zu sagen, das ist zu widerlegen, weil sie sagt ja eigentlich nichts, außer propagandistische Sätze abzusondern. Und nur mal zur Einordnung, China genehmigt derzeit pro Woche 2 neue Kohlekraftwerke, um dem explodierenden Energiehunger Herr zu werden. Und die USA haben die Förderung von Fracking-Gas allein seit 2015 um ein Drittel auf knapp 1 Milliarde Kubikmeter erhöht. Ja klar, und daraus erkennt man natürlich wieder, es geht bei dieser gesamten Weltorganisation mit ihren vielen Ablenkungen, Ukraine beispielsweise, Nahe Osten, die da momentan hochgefahren werden, oder diese Rent-Empfehlungen, die wir im letzten Podcast gesprochen haben, darum zu verschleiern, dass der eigentliche Kampf gegen Europa und deren Ökonomie geht. Wenn man spricht von dem Energiehunger, den China nun erfährt, dann liegt das daran, dass die großen Produktionseinheiten von Europa, die wegfallen, jetzt in China anfallen und dadurch überhaupt erstmal die Explosion nach der Nachfrage entsteht. Das ist ja eine Verlagerung der Ökonomie. Und wenn wir jetzt sehen, dass die BRICS-Staaten mittlerweile die Bruttoinlandsproduktstärke, also die Wirtschaftskraft aufweisen, wie die gesamten G7-Staaten. Ich wiederhole das nochmal, BRICS ist genauso stark ökonomisch wie die G7-Staaten. Und wenn jetzt noch die Neuen dazukommen, die Neuen, es sind ja viele, die beantragt haben, auch zu den BRICS zu kommen, dann werden die G7 irgendwann ein Randdasein haben. Auch wenn die Amerikaner versuchen, momentan Argentinien gerade einzukaufen, indem sie da einen Präsidenten da offenbar stark beeinflussen, der sagt, wir gehen da nicht mit und wir werden jetzt den Dollar einführen. Das reicht nicht mehr. Das sind so Verzweiflungsakte, die da gerade laufen, die ich wirklich nicht mehr ernst nehmen muss und kann. Wörtlich heißt es bei der Epoch Times hier auch, für ihre Tage in klimatisierten Messehallen werden sie belohnt mit Empfängen auf glamourösen Hotelterrassen im warmen Abendwind, die der Klimaschickeria den Weltuntergang wenigstens für kurze Zeit zu vergessen helfen. Was für ein schöner Begriff, Klimaschickeria. Also mir gefällt er ja richtig. Und wenn ich mir vorstelle, dass da ein Herr Olaf Scholz und seine ganze Truppe mit ihren reichen Clans und diesen ganzen Clans, die wir da haben im Hintergrund, dass die dann so in diese Blase der Parallelwelt dort eintauchen, in dieser Schickeria klimatisiert, bestens versorgt und auch nicht darüber nachdenken, dass sie damit den eigenen Bürgern links und rechts permanent im Prinzip wirklich den nassen Lappen um die Ohren hauen, den man dann sagt, es ist nicht mehr viel Geld da und die Inflation wird höher gehen und die Preise werden steigen. Naja, und die Energie, die wird sich auch erhöhen und die CO2-Bepreisung und so weiter und so fort. Das sind ja historische Bilder, wo etwas völlig aus dem Ruder läuft. Man fragt sich, wie lange geht das noch? Ich habe so das Gefühl, es muss so kurz davor sein, dass den Leuten der Kragen platzt und sie sagen jetzt, ui, ui. Und dann kann es sein, dass gerade solche Leute wie Scholz und Baerbock und so weiter wirklich dann ihre Personenschützer brauchen. Und man kann nur hoffen, dass die dann auch in der richtigen Richtung unterwegs sind und sich nicht irgendwann auch noch umdrehen. Eine Verringerung dieser Emissionen aus der Landwirtschaft könnte eben verbunden sein mit Änderungen der Anbaumuster und könnte enorme Auswirkungen auf die Ernährungssicherheit Indiens haben. Und da werden die natürlich nicht mitmachen. Ja, und die haben damit eine Argumentation für diese Methanemissionen, während beispielsweise die Deutschen keine Argumentation haben im Sinne einer Nachhaltigkeit, weil wir dürfen nicht vergessen, dass die Nord Stream 1 und 2 gesprengt wurden und die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass es vom Westen selbst initiiert wurde, wer auch immer das ganz genau war, womit die größten Methanemissionen, die die Welt je gesehen hat, auf einem Schlag mitten in der Ostsee abgefeuert wurden. Das entsprach ungefähr der Methanemission eines ganzen Jahres des Industriestandortes Deutschlands, wie man damals von Experten hören konnte. Darüber wird offenbar überhaupt nicht geredet. In Kriegen spielt das keine Rolle. Zusammenfassend können wir eigentlich sagen, es geht nicht um Klima, es geht nicht um Schadstoffemissionen, es geht auch nicht um Methan, es geht um ganz klare Umverteilungsmechanismen des Geldes. Ich muss diesen Satz hier nochmal einbauen.